Es ist einfach eine dreiste Lügengeschichte. Es ist hier, die Wahrheit wird derart geschickt. Sie ist ja intelligent. Sie hat ja nicht nur ein psychisches Problem, sondern sie ist ja durchaus intelligent und dadurch durchaus in der Lage, auch ansonsten ruhige Menschen und gelassene Menschen eine ganze Weile zu manipulieren. Kann es sein, dass Rainer Füllmich und Viviane Fischer in diesem Leben wohl nicht mehr Freunde werden? Das könnte man zumindest als Eindruck gewinnen, wenn man das aktuelle Interview von Rainer Füllmich bei Rogger Bittel anschaut. Ja, ich weiß, der spricht sich Watcher aus. Müsst ihr mir nicht schreiben. Auf jeden Fall hat der Rainer Füllmich beim Rogger nochmal sich ziemlich deutlich geäußert zu den Vorwürfen von Viviane Fischer, die wir in diesem Video ja schon behandelt haben. Da haben mir aber einige Fanboys und Fangirls vom Rainer geschrieben, dass es unfair ist, dass ich mich gar nicht mit den Äußerungen von Füllmich auseinandergesetzt habe. Und ja, dass vielleicht dann der Ehrenrettung von Querdenken dienen kann. Ich weiß ehrlich nicht gesagt, was ihr euch davon erhofft, aber schauen wir uns mal an, was der Rainer so zu sagen hat. Bitte, jetzt. Die Vorwürfe, die Viviane Fischer Rainer Füllmich gegenüber formuliert, sind wirklich umfangreich und sie haben hier in diesem Video jetzt nicht wirklich Platz, nochmal aufgedröselt zu werden. Deswegen schaut euch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das Video an, wo es darum geht. Ich warte hier so lange. Okay, für alle, die meiner Empfehlung jetzt nicht gefolgt sind, das ganze Thema nochmal im Superschnelldurchflug. Viviane Fischer wirft Rainer Füllmich vor, sehr, sehr viel Geld aus dem Corona-Ausschuss herausgenommen zu haben und für sich selbst genutzt zu haben. Da geht es unter anderem darum, dass er 700.000 Euro als Darlehen genommen hat, um sein eigenes Haus abzulösen. Dass er sich monatlich 29.750 Euro auszahlen ließ als Gehalt für seine Arbeit, um E-Mails zu lesen. Und Füllmichs Taten hätten einen sehr maßgeblichen Erfolg bzw. eine sehr maßgebliche Auswirkung auf den Corona-Ausschuss. Folgenden. Und das Problem ist jetzt, dass der Ausschuss durch diese ganzen Aktivitäten tja, auch in seiner konkreten Tätigkeit bedroht ist, weil eben die Liquidität, also das verfügbare Geld, eben im Moment sehr tja, dünn gesät ist. Das ist natürlich ein extrem schlechter Zustand für die weitere Arbeit vom Ausschuss. Fischer sagt in ihrem 10-Minuten-Statement eigentlich nicht viel mehr, als dass sich Rainer Füllmich aktiv an Querdenken und an Corona-Ausschuss bereichert hat, zu seinem eigenen persönlichen Vorteil. Und das ist ja ein Vorwurf, der ist so schwer vorstellbar, zumindest für Rainer Füllmich, dass er beim Rogger nochmal ordentlich zeigte, wie sehr er sich doch über das Statement von Viviane Fischer wirklich freut. Sondern es ist die Tatsache, dass sie das überhaupt bringt. Und das, nachdem das gestern schon in der Partei im Vorstand besprochen wurde und ihr und Wolfgang wirklich kein echtes Vertrauen mehr entgegengebracht wird. Das ist, oder vielleicht ist das jetzt auch die Flucht nach vorne, wenn sowieso alles im Eimer ist, dann haue ich jetzt alles kaputt, ne? Das ist meine Erklärung dafür. Ja. Und natürlich ging Rainer sehr bedacht und mit großer Weitsicht auf die Vorwürfe ein und lehnte sich nicht zu weit aus dem Fenster, um Querdenken und der Bewegung und der Partei die Basis keinen weiteren Schaden zuzufügen. Sie selbst, das will ich nochmal ergänzend sagen, hat aber wirklich, weil sie einfach kein Geld hatte, weil sie sagte, ich brauche dringend Geld zum Leben, während sie also im Ausschuss das liebe Kind spielt. Okay, war natürlich Quatsch. Merkt ihr, wie der Hass durch die Stimmung von Rainer Füllmich wabert, wenn er zum Beispiel über das Buchprojekt von Viviane Fischer Homo Amicus spricht? Hui. Das heißt, sie musste die 100, die sie selbst rausgenommen hat, auch wohlgemerkt über einen Darlehensvertrag, also absolut normal, seriös und ohne dass, dass da irgendwie was geklaut wurde. Aber sie wollte jetzt mich angreifen wegen der 700, musste also selbst sauber sein. Sie hat also Buchvorverkäufe gemacht für das Buch, in dem unsere Geschichte quasi erzählt wird oder das, was sie glaubt, was unsere Geschichte ist. War dann aber aufgrund der Buchvorverkäufe, da hat sie rund 70.000, glaube ich, bekommen, verpflichtet, im August
diese Bücher auch auszuliefern. Um sie ausliefern zu können, muss man sie aber drucken. Und fast genau dieser Betrag wird zum Drucken benutzt. Da kommt sie jetzt nicht mehr ran. Deswegen und nur deswegen hat sie die Bücher nicht verkaufen können. Joa, gute Nachrichten für alle Querdenker, die nicht nur in Rainer Füllmichs Class Action Lawsuit investiert haben, sondern sich auch das begleitende Buch von Viviane Fischer vorbestellt haben. Ihr wurdet doppelt beschissen. Füllmich äußerte sich im Interview dann auch sehr ausführlich noch um das Thema Gold. Aber bevor wir über Gold sprechen, möchte ich nochmal auf das Haus zurückkommen, welches Rainer Füllmich für die 700.000 Euro Darlehenssumme vom Corona-Ausschuss auslösen konnte. Dazu sagte er nämlich richtigerweise Folgendes. Also ich hätte jederzeit die 700, wenn wir in eine Liquiditätskrise gekommen wären, locker machen können, weil der Wert der Immobilie weit darüber liegt. Aber leider endet es hier mit der basalen Logik schon wieder. Nämlich kurz darauf sagte er eben auch Folgendes zu dem Thema. Wenn Susharit recht hat, und ich habe keinen Zweifel daran, dass er recht hat, weil Mike Yeadon sieht es genauso und fast alle Mediziner, die mit dieser Materie der mRNA-Impfung oder überhaupt dieser sogenannten Impfung, die keine sind, befasst sind, sehen es genauso. Wenn die recht haben, dann haben wir eine Menge von tödlich Verletzten. Wenn diese tödlich Verletzten am Ende nicht von irgendjemandem noch rechtzeitig gerettet werden, dann haben wir plötzlich einen reinen Käufermarkt, weil es nämlich zu wenig Käufer gibt. Das wird den Wert der Immobilien in den Keller drücken. Okay. Rainer Füllmich plant also auch sein Haus zu verkaufen, weil eben bald in seiner Denkweise alle Menschen an der Corona-Impfung, an der bösen mRNA-Impfung gegen das Coronavirus, ja, versterben werden. Und wenn dann viele Menschen sterben, dann gibt es eben viele Häuser, aber wenige Käufer. Und deswegen entsteht ein Käufermarkt und die Preise für Häuser werden fallen. Sein Investment in sein Haus, was ja nicht wirklich sein Investment ist, würde dann in seiner Denkweise natürlich verfallen oder zumindest weniger wert sein. An der Stelle muss man aber auch ganz klar eine Sache sagen und ich möchte es so deutlich sagen, die Corona-Impfung ist nicht gefährlich. Vielmehr hat diese Impfung sehr, sehr vielen Menschen in Europa und der Welt wahrscheinlich sehr viel Leid und das Allerschlimmste erspart. Lasst euch von alten Männern, die ihr Leben darauf aufgebaut haben, andere über den Tisch zu ziehen, nicht einreden, dass es anders ist. Bitte nicht. Aber okay, wird natürlich jetzt auch keinen erreichen, der das nicht vorher schon wusste. Daher weiter. Der zweite Grund ist der, dass gerade die Zinsen erhöht werden. Ich glaube, das ist einer der größten Zinsschritte, wenn nicht überhaupt der größte Zinsschritt, den die EZB und den die Bundesrepublik hier erlebt hat. 0,75% ist das Ganze hochgegangen. Das heißt, all diejenigen, die eine Finanzierung brauchen für eine Immobilie, können die nicht mehr bezahlen. Und Überraschung? Ja, das stimmt. Die Europäische Zentralbank, die EZB, erhöht den Leitzins um 0,75% auf 1,25%. Das heißt nichts anderes, als dass Banken mehr Geld dafür bezahlen müssen, wenn sie sich selber bei der EZB Geld leihen. Und das bedeutet wiederum, dass sie diese Kosten weitergeben an die Endverbraucher. Das heißt also, Kredite werden wieder teurer werden. Und ja, da sind Banken dann wie Ölkonzerne. Gewinne werden brav einbehalten, Kosten aber in Rekordgeschwindigkeit, eigentlich in Lichtgeschwindigkeit, an die eigenen Endkunden weitergegeben. So sind nun mal eben auch Banken. Sympathische Leute, diese Banker. Aber, ob jetzt wirklich jemand, basierend darauf, ob es einen 0,75%igen Leitzins gibt oder einen 1,25%igen Leitzins gibt, wirklich in die Bedrängnis kommt, sich seinen Kredit gar nicht mehr leisten zu können, ist eine Auslegungssache von Rainer Füllmich. Kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Okay, weiter. Und der dritte Grund ist der, dass ja ganz normal darüber diskutiert wird, dass möglicherweise über das Lastenausgleichsgesetz die Impfschäden, die ja eigentlich gar nicht existieren, ausgeglichen werden müssen. Also man möglicherweise auch mit Zwangssicherungshypotheken auf den Immobilien rechnen muss, die dann praktisch die Immobilie ja entwerten. Okay, und das ist jetzt wiederum kompletter Bullshit. Rainer Füllmich spricht von einem Lastenausgleich, den es gibt seit 1952. Dieser war vorgesehen, um den kriegsversehrten Menschen, Deutschen, die eben durch den Zweiten Weltkrieg entweder körperlich oder materiell geschädigt wurden, einen Ausgleich zu bieten. Dieses Gesetz gibt es heute noch, findet aber eigentlich keinerlei Anwendung. Was aber seit 2020 durch das Internet spukt, ist die Verschwörungstheorie, dass eben der Lastenausgleich dafür hergenommen wird, die Folgen des Corona
Virus oder beziehungsweise der Corona-Pandemie auf Hausbesitzer in Deutschland umzulegen. Ist aber kompletter Schwachsinn. Das Ganze geht darauf zurück, dass man zwei verschiedene Paar Schuhe nimmt und miteinander vermischt. Denn nämlich das Sozialgesetzbuch wurde 2019 für 2024 in Kraft treten so umgeschrieben, dass es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel Menschen, die Impfschäden erlitten haben, zu entschädigen oder zumindest eben einen Teil des Schadens auszugleichen. Das wurde deswegen gemacht, weil man gemerkt hat, dass es immer weniger Kriegsversehrte in Deutschland gibt, dadurch, dass der Zweite Weltkrieg eben schon mehr als 80 Jahre vorbei ist. Das eine hat aber eben mit dem anderen rein gar nichts zu tun und das SGB wird aus Staatsmitteln bezahlt. Das heißt sogar, wenn jemand mit Impfschäden durch das SGB dann ausgeglichen werden kann, dann findet das über Staatsmittel statt. Niemand bekommt eine Zwangshypothek einfach so reingedrückt. Wer das behauptet, hat keine Ahnung von den Gesetzestexten, hat sie nicht gelesen und nicht verstanden. Und das würde ja einem guten Juristen niemals passieren. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Thema hier. Es ist einfach eine dreiste Lügengeschichte. Es ist hier, die Wahrheit wird derart geschickt. Sie ist ja intelligent. Sie hat ja nicht nur ein psychisches Problem, sondern sie ist ja durchaus intelligent und dadurch durchaus in der Lage, auch ansonsten ruhige Menschen und gelassene Menschen eine ganze Weile zu manipulieren. Denn Föhmich sprach, wie eben schon erwähnt, im Interview mit Watcher nicht nur über das liebe Gold. Denn der Corona-Ausschuss besitzt nicht nur erschreckend große Mengen an finanziellen Möglichkeiten im Sinne von Bargeld, sondern eben auch an Edelmetallen. Aber auch mit Ihrem Wissen ist ein Teil des Geldes in Gold angelegt worden. Nicht nur, weil es damit dem Zugriff der Behörden entzogen ist, weil niemand weiß, wo das Gold ist. Niemand kann als Behörde, so wie man ein Konto dicht machen kann, auf Gold zugreifen, von dem niemand weiß, wo es ist. Hallo? Ja, ist da das Finanzamt? Mhm. Auf jeden Fall ist das Gold ein großes Thema für Rainer Föhmich und das nimmt auch viel Platz im Interview weg. Überraschenderweise erwähnt Viviane Fischer in ihrem Statement das aber überhaupt nicht. Genauso wenig wie, dass sie 100.000 Euro vom Corona-Ausschuss als Darlehen erhielt und dass ihr Lebensgefährte, dem Oval Media gehört, 120.000 Euro dafür erhielt, nur durch Rechnungen an den Corona-Ausschuss, damit er ihre Sitzungen ins Internet überträgt. Vielleicht hat Fischer all diese Sachen absichtlich weggelassen, weil sie sich selbst dann doch in ein schlechtes Licht rücken würden. Könnte sein, oder? Ein paar Monate später kreuzen die beiden wieder, Robert und Viviane, mitten in der Nacht bei unserem Buchhalter auf, der zwei kleine Kinder hat und eine Frau, die gerade einer Krebserkrankung entronnen ist. Und hier siehst du jetzt, dass all die Empathie, die sie vorspiegelt, also so wie Söder, hat keine Empathie, aber er weiß, man muss ab und zu einen Hund in den Arm nehmen, man muss ab und zu ein Kind in den Arm nehmen. Dann denken die Menschen, ach, das ist aber ein lieber Kerl. All die Empathie, die sie vorspiegelt, eben nur vorgespiegelt ist. Dieser Vorfall, den ich jetzt berichte, hat dazu geführt, dass die beiden Kinder, kleine Kinder, völlig traumatisiert waren am nächsten Morgen, dass die Frau, gerade einer Krebserkrankung entronnen, zur Psychoonkologie musste. Ist denen vollkommen egal. Wow. Okay, halten wir fest. Viviane Fischer ist der Satan. Und ihre physische Anwesenheit kann Menschen in psychiatrische Betreuung treiben. Ja, und Fischer möchte dieses Gold so sehr. Sie will das Gold so sehr! Als ich dann in den USA war, kriegte ich plötzlich einen aufgeregten Anruf von dieser Freundin. Du, Rainer, Viviane und Robert wollen das Gold abholen. Das Gold wurde dann von ihr unserem Buchhalter gegeben, weil der hat eine Tresoranlage in seinem Haus. Und dann plötzlich, wir wollten eigentlich das Gold mitnehmen. Und daraufhin rief dann der Buchhalter mich an und sagte, Rainer, ist das mit dir abgesprochen? Habe ich gesagt, nee, ist nicht mit mir abgesprochen. Das war dann schon eine sehr laute Auseinandersetzung. Entweder du gibst das Gold raus oder ich hole die Polizei. Schwachsinn, ne? Was soll das denn? Wieder ein paar Tage später oder Wochen später drehen die wieder am Rad und sagen, oh, jetzt muss das Gold nach Berlin zur Degussa. Jedenfalls, da liegt das Gold jetzt, weil sie es so gewollt hat. Und wir können beide nur darüber verfügen. Also es ist nicht so, dass das bei mir liegt, sondern sie belügt euch alle in diesem Moment, wo sie sagt, ja, nun Rainer muss das und das beschaffen. Nee, muss ich nicht. Und den Grund dafür, dass Fischer dieses Gold so dringend braucht, den hat er natürlich auch parat.
wir müssen hier große Bedenken haben, weil ich glaube, dass Robert große finanzielle Probleme hat mit seiner Firma. Da sind ja Spenden in diese Firma gegangen zum Zweck, das war der Zweck der Spende, der Unterstützung der Arbeit des Ausschusses. Ich hatte inzwischen aber gehört, dass da offenbar große finanzielle Schwierigkeiten bestehen, dass immer wieder Schwierigkeiten bestanden, die Mitarbeiter zu bezahlen und dass Robert immer mal wieder durch die Büroräume lief und hatte, wir sind pleite, wir müssen sparen. Was ist also mit dem Geld passiert, was Robert zur Unterstützung der Arbeit des Ausschusses bekommen hat? Es ist nicht wenig. Ich sage jetzt keine Zahlen, aber es ist ganz gewiss nicht wenig. Es ist weg. Also wir wissen nicht, was mit dem Geld passiert ist. Er befindet sich jedenfalls nach meiner persönlichen Überzeugung in ganz, ganz großen Schwierigkeiten und ist eben mit Viviane zusammen, die über den unglücklichen doppelten Spendenaufruf dafür gesorgt hat, dass er neben den Rechnungen, die er dem Ausschuss geschrieben hat, 120.000, auch nochmal eben diesen sehr, 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 sehr viel höheren Betrag an Spenden bekommen hat, zu dem Zweck, die Arbeit des Ausschusses zu unterstützen. Nicht dazu, irgendwelche teuren Objektive für sich zu kaufen und die bei sich zu buchen, sondern die Arbeit des Ausschusses zu unterstützen. Fassen wir es mal zusammen. Viviane Fischer wirft Rainer Füllmich vor, sich an Querdenken zu bereichern. Und Rainer Füllmich wirft Viviane Fischer vor, das Gleiche zu tun. Und soll ich euch mal was sagen? Ich glaube, beiden. Diese beiden Köpfe von Querdenken. Diese beiden Köpfe, auch der Partei Die Basis, stehen stellvertretend für sehr viele Menschen, die während der Corona-Pandemie aus den Schatten hervorgetreten sind und die erkannt haben, dass sie hier eine Möglichkeit haben, einer großen, leichtgläubigen Masse Geld aus den Taschen zu ziehen. Und das Traurige ist, ganz offensichtlich war der Gedankengang, sich irgendwann mal mit diesem Geld abzusetzen und sich der deutschen Justiz zu entziehen, immer auch Teil der Strategie und Teil des Plans. Jeder von uns hat schon drüber nachgedacht. Sie wollte nach Indien marschieren mit ihrem Lebensgefährten Robert Zibis. Jeder von uns hat schon darüber nachgedacht, dass es vielleicht mal Sinn macht, einen kurzen Schritt zur Seite zu machen. Und auch, ja, ich weiß und ich höre es jetzt schon, wenn das Geheul in der Sehne wieder gewaltig sein wird. Das ist die bittere Wahrheit. Aber für alle, die jetzt weiter fleißig Geld schenken wollen an diese Menschen, die euch aktiv betrügen, denen sei eine gute Nachricht hinterhergeworfen. Es wird auf jeden Fall weiter Möglichkeiten geben, sinnlos Geld an die großen Abzocker zu schenken. Meine Kanzlei wird weiterlaufen. Ich habe zwar natürlich jetzt vor, das habe ich ja nun oft genug gesagt, für ein paar Monate in den USA weiterzuarbeiten, weil ich diese Class-Action-Geschichte vorantreiben will, auch meine eigene Version des Ausschusses machen will. Aber ich habe nicht vor, das Land zu verlassen, sondern ich mache jetzt mal einen Schritt zur Seite und kümmere mich um das, wo ich meine, dass meine Energie am besten verwendet werden kann, nämlich um die Class Action in den USA. Ja, was sagst du zu der ganzen Thema Fischer und Füllmich? Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ne? Schreib mir mal einen Kommentar, von wem du eher denkst, dass er die Wahrheit sagt. Oder vielleicht sagen ja beide die Wahrheit. Schreib mir mal einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren, das Ganze. Auf jeden Fall denke ich, dass wir es jetzt ziemlich umfangreich aufbereitet haben, das Ganze. Aber sicherlich werden noch einige weitere heulen. Und denen sei nur gesagt, heul doch leiser. Bleibt untot. Wir sehen uns bald wieder. Euer Wolfi.